Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zurück in unserem Berlin-Kunststudio 2022. Ja, und wir haben ja auch internationale Gäste hier. Deswegen ist die liebe Kascha von Derve da. Und wir werden jetzt im Englisch weiterreden, weil das sehr viel angenehmer ist. So, we switch to English. Yes, to, definitely. To have it more easier for you to explain. Derve is a company... Yeah, producing wooden accessories for dices. Wooden accessories for dices. So we have three things on the table, I see, because we do have a dice tray. Dice tray. It's kind of be combinated as something. Is there a dice tower normally? No, it's just a dice tray. The smaller one we have in our company. We have two bigger sizes too. Mm-hmm. And we also have dice tower, but I haven't bring it here. Yeah, okay. But we have dice towers, dice trays, dice boxes. Here we have the bigger dice box. We also have this smaller one. Smaller one? Yeah. For this the one pocket? Is for three sets of dices. Ja, man sieht hier, man kann hier drei Sets Würfel mit einbasieren. Wir haben hier so ein Leather, yeah. Also so ein Ledereinsatz. Und wie ihr seht, Magneten sind ja das neue gute Zeug. Ja. Egal wie ihr es macht, sie geht auf jeden Fall zu. Ja. Und Snapshot für drei Sets. Und ihr seht, es ist ein schönes Holz. What kind of wood types are for options? Because I think that's not the yes, only one. Yes, we have oak, amazoch, sucupira, venge, amaranth, this one, yeah. Etimoa, and zebrano. So seven kinds of wood. Seven kinds of work. Do you have any troubles lately? Because I heard that wood is pretty hard to get by as well. Yes, we had some troubles, but finally we found our source of wood, so we can get the wood. So you get your own forest. Not yet. Not yet. All right. And we do have something else here, because we do not only have dice trays and dice cabinets. Yeah, and I will just tell that you can configure it. So you can choose the wood and the leather inside. Mm-hmm. We have natural leather, but you can also buy a vegan option made from pineapple. Okay. Wir haben also die Wahl, dass wir alles konfigurieren können. Wir haben also sieben verschiedene Holzarten. Wir können die Ledervarianten variieren. Wir können sogar veganes Leder auswählen. Und da bleiben also alle Optionen frei. Wir haben also Holz und veganes Leder für alle, die da sind. Und ihr fragt euch schon die ganze Zeit, was steht hier eigentlich zwischen uns? There's something bigger than usually the dice boxes. And die geübten Leute werden es schon gesehen haben. This is a GM screen, I assume. Yes. So, for all the people, so if you need to hide from the camera, we just can use it like this and then hide. Ja, ein dreiteiliger, three-part GM screen, or is it? It's up to you. So you can configure the master screen too. Mm-hmm. You can choose how many panels you want. You need to start at least from two, and then you can add more and more and more and more. Okay, wir brauchen also mindestens zwei Paneele, die wir als Master Screen haben. Dann ist es optional konfigurierbar, wie viele Paneele wir haben wollen. Und wahrscheinlich auch, wie immer, die Holzarten, die wir konfigurieren können. Und wir können hier ein lustiges Dreieck machen. Es gibt hier nämlich noch ein kleines Goodie, glaube ich. Das kann man schlecht darstellen. Wo ist es? Ah, hier ist es. Ich habe es nicht gesehen. Ich drehe das mal so nach vorne in die Frontkamera. Denn ihr seht hier... haben wir hier noch so eine Darlegungssache, weil es halt, wenn das vorne steht, könnt ihr hier einfach nämlich auch schön Magnets are the new good stuff, können wir hier also spontan noch was einbringen und können es also für die Gruppe sichtbar platzieren. Yes. Nehme ich an. And also here is a place to insert cards for the players or for a master. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Yeah, nice. Anything more secret options like James Bond style things coming out of it? Not yet. Not yet. Maybe in the future. Maybe the fiese, the red button for the angry DM. Yeah. Blessing up something. Ja, wir haben hier oben also noch eine Nut mit drin, die es ermöglicht, also Karten einzustecken. Also entweder für mich, damit ich sie sehe, oder auch für die Spieler, die sie sehen. Ich habe hier drin natürlich auch die Möglichkeiten, Sachen anzubringen. Wenn man jetzt schon Rollenspiel spielt, dann kann man jetzt Roleplaying in Style machen. Ja? Also ich liebe, I love wood actually. I worked as a woodworker for two years. So
I'm addicted or I like wood when it's fabricated. Anything you want to add? I don't remember if I said that we are a small family company. Like, not yet. Okay, so I will tell. Like, we are a small family company from Poland, Darewy, and all products are made by my brother and father. So it's all handcrafted. It's all handcrafted. Ja, wir haben also alles handfabriziert. Das ist ein kleines Familienunternehmen, in diesem Fall wirklich. Nicht so wie die großen Familienunternehmen, die wir hier in Deutschland haben. Das sind also der Bruder von ihr und der Vater. Das sind die Sachen herstellen. Und ich kann euch sagen, es ist eine super Qualität. Es fühlt sich echt gut an. Es sieht super schön aus. Anything else you want to say? Because it's very, very beautiful and very, very nice looking. So where can the people get hold of you? We have our website, yeah. www.darewy.com, and you can order all our stuff over there. Okay, und ihr könnt da bestimmt auch einmal reinschauen. There's also the webshop, I assume, so that people can look at stuff more closely. Wir werden bestimmt einen Link in der Description haben. Anything else? Otherwise, I would close That's the all. Video. That's all? Thank you. You're happy? Yes. Okay, you're happy. If you're happy, we are happy. Und somit danke ich euch zum Zuschauen. Wenn ihr also Fragen habt, könnt ihr die am Webshop stellen oder auf der Webseite. Da gibt es dann auch Feedback. Die müsst ihr dann in Englisch stellen, dann kriegt ihr auch eine Antwort. Insofern sage ich danke fürs Zuschauen. Thank you for being here. Thank you. Danke schön. Und bis demnächst. Ciao. Tschüss.